Wir sind aufgestiegen auf Potsdamer Platz, ja? Hier war, dort steht U-Bahn Potsdamer Platz. Hier waren wir noch nicht, ja? Unterwegs. Noch nicht. In dieser Richtung. So, und gehen wir zur S-Bahn-Linie S1 Richtung Wittenau. So sieht das ganz schön aus. Was ist das für ein Gebäude? Pass auf, das hier. Mosse Palais, ja, vielleicht so. Ja. So. Schöne Bäume. Oh, gut. Ja, ja, habe ich verstanden. Also, wir haben uns heute ganz zufällig in der Friedrichstraße am Morgen getroffen. Ja, und den ganzen Tag, ja, natürlich in der Gruppe waren wir zusammen. Ja, auch fahren wir in eine Richtung auch am Abend nach Hause. Die Stationen befinden sich nicht weit. Also Bahnhof Potsdamer Platz da vorne vor uns. Und das sind die Hochhäuser. Deutsche Bahn steht da oben und die anderen weiß ich nicht. So, Bahnhof Potsdamer Platz. So gehen wir. Berlin Bahnhof Potsdamer Platz. Und S-Linie, S-Bahn. Das machst du so. Ja, nein, nicht gut. Ich habe erst begonnen, erst angefangen. Also im Supermarkt gibt es hier. Ja? Möchtest du gerne das dir ansehen? Ja, ich frage, ob man Videoaufnahmen machen kann. Ja, hallo. Kann man Videoaufnahmen aufnehmen von mir? Nun meine ich nicht die so, wie ich so im Laden befinde. Darf man das tun? Ja, oder? Darf man ja. Ja, okay. Also, wo bist du, Asli? Hier. Okay, ich gehe zu dir, ja. Ich will mir Käse kaufen. Und was gibt's Leckeres? Also zum Probieren, deiner Meinung nach, oder weißt du nicht? Ich möchte wieder Käsebrot essen. Käsebrot essen, ja. Und hast du dir Brot nicht an diesen Ständen gekauft? Gekauft, aber in den Übergängen. Ich habe es gegessen, jetzt kaufe ich mir noch mal Käse. Mhm. Aber weil ich kenne ja mich mit asiatischen Küche gar nicht aus. Ah, vielleicht, warte mal, vielleicht gibt es sowas wie schnell gekochte Suppe oder sowas. Weißt du nicht zufällig? Oder das ist... Aha. Das ist Golden Curry, etwas Japanese Curry Mix in Blocks. Was? Wie macht man das? Mit Wasser oder muss man kochen? Das muss... Nur die Preise 5 Euro. Also für 5 Euro werde ich nicht bezahlen. Vielleicht kaufe ich das bei mir in Rewe, in diesem Lebensmittelmarkt. Also... Weil... Hier kannst du das kaufen. Was? Sushi? Sushi liebe ich, aber ich glaube, das ist die nicht so, also das sind nicht fertig, ja, glaube ich. Das ist für das Kochen gedacht, ja. Du kannst vielleicht so etwas essen. Sowas? Mhm. Für 5 Euro, nein. Nein, ist okay. Ich glaube, mir gibt's. Und was suchst du? Käse noch immer noch, oder was? Scheibenkäse. Käsescheiben. Ah, Käsescheiben. Mhm. Naja, vielleicht solltest du dann einen einfachen Lebensmittel machen. Ah, es ist bei uns wie Mivina, diese. Ah,
Stücke, no, bei uns meine ich diese, wie heißt das? Was ist? Ja. Das wird schnell gemacht? Koch, ja, schnell gemacht mit Kochwasser muss man da rein tun in das. Wie viel kostet 0,49 Euro? Das heißt 0,49 Euro für diese Stücke. Oh, hier gibt es Nudeln, Bohnen und Pilze Cup. Das ist etwas interessanter, 1,39. Ich weiß nicht, ob die gut sind. Und das ist was, Sushi oder was? Weiß ich nicht. Da isst du das sowas, die Seealgen, Knoten, Nudeln aus Cognacmehl. Was ist das? Hast du schon im vietnamesischen Restaurant Erfahrung damit gemacht? Nein. Ja, nein? Dann gehen wir raus. Bier? Gibt es Zigaretten? Leider nicht. Ah, keine. Also okay, gehen wir raus. Also, das war, das ist Potsdamer Platz, ja? S-Bahnhof, Asien Supermarkt. S-Bahnhof. Ja, und jetzt gehen wir Richtung S1. Warte mal, S1 Oranienburg, S1 Weinsee, dort. Also, was hier gibt so alles? Wannsee, Blankenfelde, Teltowstadt, verschiedene S-Linien. Also, wir sollen nach Wannsee, kommt in 13 Minuten an, vielleicht. Aber welche Richtung? Ich glaube, ich egal. Egal? Was egal? Welche Richtung? Ah, Wannsee, hier, S1. So. Hier verkauft man Tickets, ja. Und wir haben Wochenkarte für 30 Euro so bekommen vom Goethe-Institut. Ja, das hat uns wesentlich geholfen, glaube ich. So, das ist. Ah, okay. Also, ich nehme noch auf das Potsdamer Platz. Also, so sieht es aus. Das ist. Station. Okay, ich schalte aus jetzt, Leute, wir fahren richtig nach Hause.